Hallo und ganz herzlich willkommen bei Tarot bei Merlin. Mein Name ist Dirk, ja, und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ihr seht hier unten, die Legung hier ist für alle Schützen, wie beispielsweise das auch die Hohenpriesterin 7181 sich gewünscht hat. Die hat es halt auch richtig gemacht. Oder die Britta Kunig. Hallo Britta, hallo Hohenpriesterin. Schön, dass ihr ja weiterhin mir die Treue haltet und ihr habt den Schützen euch gewünscht. Auch der bitte komme ich gerne entgegen. Für alle anderen, schreibt das gerne in die Kommentare, welches Sternzeichen bitte als nächstes kommen soll. Ich habe beispielsweise noch hier, sehe ich einmal von der Sandra Mohr, die hatte einmal den Wassermann drum gebeten. Auch der kommt noch. Oder auch die Eva Corleone 5506. Hallo Eva, auch du hattest um den Skorpion gebeten. Der wird auch natürlich noch geliefert, genauso wie die Dark Rose 7639. Auch du hattest um den Skorpion gebeten, reiche ich dir auch gerne rein. Und die Monique Hogardi, hallo Monique, nach Holland geht's. Einmal die Grüße raus. Du hattest um den Löwen gebeten. Verzeiht mir. Das mache ich natürlich auch liebend gerne. Da muss man ja ein Schlückchen trinken, ihr Lieben. Ihr wisst ja, alles live. Ja, ich leide momentan leider an Heuschnupfen. Das schon viele Jahre. Chronisch. Etwas Asthma. Und deswegen huste ich immer die ganze Zeit. Also ich rauche nicht oder so. Höchstens mal im Kopf rauche ich momentan. Ja, ich fange an. Ich habe das Arcanum-Tarot-Deck für uns hier ausgesucht heute. Das ist ein allgemeines Reading, das mache ich jetzt erstmal immer so, wenn jemand sich ein Reading wünscht, also ein Sternzeichen-Reading, dann mache ich das auch kompletto. Das heißt, ich weiß immer nicht, ist das jetzt Liebe, ist das Finanzen, was dabei rumkommt, ich schaue es erstmal allgemein mir an. Und ja, für alle, die vielleicht neu dabei sind, das noch nicht wissen, das ist natürlich erstmal für alle, die den Schützen im Sonnenzeichen haben, aber auch im Aszendenten Venus- und Mondzeichen. Solltest du mit der Legung nicht in Resonanz gehen, dann ist die Legung nicht für dich gedacht. Lass sie dann bitte für jemand anders. Ja, und ich bin mal gespannt. Die Botschaft ist jetzt hier für den Mai 2024. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir schauen mal. Ne? Ja, die oberste Reihe soll erstmal sein, um was es geht. Welche Botschaften fangen wir ein? Die untere soll nochmal der Klärung dienen. Sollte ich mit der zweiten Reihe nicht weiterkommen und sind Fragen noch offen, würde ich nochmal weitere Karten dazuziehen. Aber in der Regel kriegt man so schon mal einen ganz guten Überblick. Ja, es haben mich ein paar Mails erreicht. Ich habe jetzt länger nicht reingeschaut, weil einfach zu viel zu tun und ich dann zwischendurch Banana Brain und platt wie ein Turnschuh, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Und ja, aber mittlerweile kann ich wieder private Legungen anbieten. Die sind in der Regel auch immer live. Ja? Also einige haben ja mal gefragt, ob ich dir ein Video schicke. Nein, ich kann dir ein Video schicken, klar, wenn du das möchtest. In der Regel sind das aber Live-Übertragungen. Ich arbeite auch nicht mit, was hat mir einer gesagt, ist das Zoom? Also nicht mit einer zeitlich beschränkten Legung, sondern wenn ich zum Beispiel sage, wir vereinbaren eine Legung, je nachdem, was du wissen möchtest, das kann 45 Minuten sein, kann auch anderthalb Stunden sein, das liegt immer so ein bisschen dran. Also ich mache auch für Leute dann Legungen, wo wir nur ein Stündchen gebucht haben. Du musst dann auch nicht nachzahlen und wir haben schon mal zwei Stunden das Ganze gemacht. Ne? Dann ist das halt so. Also ich breche das nicht ab, weil das ist nicht fair und das macht man auch nicht. Nur mal so. Schreibt mir dann gerne in meine Infobox auf die E-Mail-Adresse. Dauert manchmal ein bisschen, bis ich die dann lesen kann, weil, wie gesagt, momentan relativ viel zu tun. Studium ist auch nicht ganz so easy going, ne? Also Psychologie ist da schon ein bisschen heavy, aber macht auch tierisch viel Spaß. So, jetzt aber zu unserer Legung der Schützen. Wir starten ja 8 der Münzen. Ja, jetzt könnte man fragen, warum noch nicht 10? 8 der Münzen ist ja schon mal relativ weit oben, ne? So kann man es ja sagen. Und das ist doch schon mal eine recht schöne, stabile Karte. Denn bei 8 der Münzen geht ja schon mal gut etwas voran. Es ist was in Arbeit. Du bist wirklich an einer Sache dran. Und du bist eigentlich im Großen und Ganzen auch mit dieser Sache zufrieden. So kann man es erstmal unterm Strich darstellen. Es ist was in den Fortschritt in dein Leben gegangen, etwas in Erfolg. Man könnte auch sagen, es ist etwas stabiler geworden.
Du bringst dich gut ein, ist eine sehr konstruktive Karte. Es kann natürlich, also bei der Arbeit ist es tatsächlich so, dass da ist sehr viel Substanz, ne? Bei der Liebe ist es halt in der Beziehung, da kann es wirklich so die innere Einstellung sein, dass Blockaden gelöst wurden oder Blockaden generell verschwunden sind. Ne? Und da jetzt aber hier direkt die zwei Kelche daneben liegen, ihr Lieben, ja, ist es die Liebe. Banana, ja, das ist mein Klingelton für eBay. Muss ja noch die Nase einmal putzen, aber dann ist das halt so. Ich stelle mal das Telefon auf lautlos, besser ist es. Ja, ihr Lieben, das ist alles live. Und wenn man dann von der Arbeit nach Hause kommt und noch ein bisschen müde im Kopf ist, dann vergisst man sowas auch mal. Jetzt mache ich das aber mal aus. Dann stört das nicht, weil es ist ja doof, wenn ihr den ganzen Tag hier Banana Brain hört, ne? Södele. Genau. Stabilität oder das Lösen von Blockaden. Hier sehe ich aber, es geht um die Liebe. Einmal die nicht so schöne Liebeskarte, die drei Schwerter und hier natürlich Liebe auf Augenhöhe. Darum geht es. Zwei der Kelche, ja, ist einer für mich eines der schönsten Karten, wenn es um die Liebe geht, weil hier geht es immer um eine Liebe auf Augenhöhe. Hier würde ich aber eher sehen, weil hier es um Blockadenlösen geht, dass es hier eher wieder aufeinander zugehen, das Thema für dich im Mai ist. Sich reflektieren, das hast du sicherlich schon hinter dir, Dinge hinterfragen. Und hier ist es tatsächlich so, mit Zuversicht wieder harmonisch in Verbindung gehen. Na, vielleicht hast du in deiner Beziehung Streit gehabt, vielleicht habt ihr euch auch gar getrennt, aber hier begegnet ihr euch so langsam wieder. Na, also die Blockade ist raus, die Kelche, die Liebeskelche werden wieder gefüllt und es ist aber diesmal auf Augenhöhe. Na, also man kann das hier auch gut symbolisiert sehen, im Hintergrund die Kraft der Sonne und viel Gefühl, sodass vielleicht auch beide hier gemerkt haben, was der eine an den anderen hat. Problem auch hier, loslassen. Wir haben ja vier der Münzen. Du siehst, du hältst die Münzen sehr, sehr fest. Du hältst die Münzen sehr, ja, auf deinen Schoß, haben wir den Schlüssel und du sitzt mit dem Popo auf einer Truhe. Symbolisch bedeutet sowas immer, du hältst krampfhaft an etwas fest. Das kann auch ein Zwang sein. Das kann aber auch hier eher bedeuten, weil im Hintergrund auch noch diese Burg hier ist. Du bist also aus der Komfortzone heraus, dass du möglicherweise Angst hast vor einer Trennung, Angst hast vor einer Änderung, weil die finanzielle Probleme mit sich bringen würden. Neues Haus verkaufen, je nachdem, wie deine Situation ist. Und das ist dieses krampfhafte Festhalten etwas. Das kann aber auch sein, dass das für die Arbeit steht. Münzen sind ja auch man kriegt ja Lohn für seine Arbeit. Münzen symbolisieren auch immer deine Finanzen. Und hier sieht man ja auch, dass das durch die Arbeit bei euch auf der Trennung, der Stresspunkt, muss ja keine Trennung sein, aber dieser Stress auslösen kann. Und manchmal ist es natürlich so die Frage, ja, warum hältst du dann etwas zwanghaft fest? Das wirst du jetzt am besten einordnen können. Ähnlich wie auch gerade bei der Waage, das ist sehr interessant, haben wir hier den Pagen der Stäbe und bei der Waage war es der Ritter der Stäbe. Auf jeden Fall, Stabenergie bedeutet ja immer, ich hätte fast gesagt, da ist was im Busch. Nein, das Stabenergie. Der Page ist noch kein Ritter. Das muss man ja dabei sagen. Aber er gehört zu den Feuerzeichen. Wenn dieser Page kommt, dann steht er immer für neue Ideen. Erste Botschaft: Geh mit offenen Augen durchs Leben und werde dir überhaupt erstmal klar, was sind deine Bedürfnisse. Das ist eher so die Chance, die jetzt auf dich zukommt im Mai, wo du sehr, sehr viel gewinnen kannst. Ja. Übersetzt könnte es bedeuten, du bekommst eine gute Nachricht. Die steht auch immer so für Flirts. Da stimmt die Chemie, da ist auch schon viel Feuer, da knistert schon so ein bisschen was. Es ist aber noch sehr unverbindlich. Das ist jetzt noch nicht so die heiße Liebe. Na, also es brennt ja auch etwas unter den Nägeln so in der Liebe. Da kann man auch sagen, da ist schon so eine Flamme, lodert da schon, aber es ist noch kein Flächenbrand. Aber es entsteht was. Und Stabenergie, Mai. Stabenergie noch im Mai, das wollte ich sagen, weil die Stäbe sind in der Regel die schnellste Energie im Tarot. Aber da haben wir auch den Pagen der Schwerter. Der kommt hier auch noch angeschissen. Entschuldigung, meine Wortwahl. Das ist so die Stalker-Karte. Na, ich sage mal, das ist so der Troublemaker. Immer wenn der Ritter ist ja eher schon der Troublemaker, weil der dieses Schwert
gezogen hat. Und der Page reicht ja quasi dieses Schwert dem Ritter. Und das ist jetzt nicht eine super böse Karte, sondern ist jemand, der sehr voreilig ist, der manchmal schon Pläne macht, die einfach noch gar nicht spruchreif sind. Und das kann manchmal hier so ein bisschen für Ungemach sorgen. Das sieht man hier so ein bisschen, du stehst noch so ein bisschen im Nebel. Das macht den Kopf so kreisende Gedanken. Man weiß nicht so genau, wo die Reise hingeht und das beschäftigt einen natürlich. Das sind aber immer Schwertenergie, nochmal, da kannst du es mit einem Luftzeichen zu tun haben. Ne? Luftzeichen wäre der Wassermann, die Waage oder der Zwilling, der dir immer noch in dem Kopf rumspukt und den du einfach nicht aus deiner Birne bekommst. Die Frage ist, warum ist das so? Und warum ist hier unten so viel Nebel? Warum ist da noch nicht so viel geklärt? Ja, und die Schwerter verfolgen uns, ihr lieben Schützen. Wir haben nämlich hier 10 der Schwerter. Ja, man könnte sagen, das ist ja super, volle Punktzahl. Bei 10 der Schwertern ist das eigentlich immer ein bisschen blödi, weil nämlich hier ein plötzliches Ende, das kann aber auch für die Arbeit stehen, in der Regel aber hier, weil ne, auch Liebe dabei ist, kann es ja auch die Liebe betreffen, wo ich eigentlich hier ziemlich stark von ausgehe. Diese Karte ist immer gleichzusetzen wie mit der Karte der Turm aus der großen Arkana, nur bei dem Turm kündigt sich das vorher an, bei dieser Karte nicht, da ist das plötzlich. Man könnte auch sagen, es wird dich kalt erwischen, weil puff, einfach vorbei. Das Blöde dabei ist, dass ja, du hast es auch nicht kommen sehen. Du konntest dagegen auch nichts tun. Ich sage mal, in so einer Beziehung ist das immer so wie Rabattmarken kleben. Ne? Heute würde man eher sagen, heute gibt es ja keine Rabattmarken mehr, ist halt Paypal. Wie heißt denn diese Punktesammelei an der Kasse immer? Ja, Deutschlandkarte ist das eine und das andere ist Payback. Ja, so wie Payback. Das würde passen. Na, und dann ist man in einer Beziehung und ach, das stört mich und das stört mich und das stört mich, aber du sagst das halt nie. Und irgendwann kommst du dann, puff, guck mal, habe ich alles gesammelt, das war alles scheiße. Das ist nicht fair. Ja, also wenn man was hat in einer Beziehung, dann soll man das immer gleich ansprechen und dann kann man auch diesen Berg von Problemen abarbeiten oder schauen. Ne? Weil ich sage ja auch immer, es gibt für mich immer ein Motto, Schmerz ja sofort. Ja, vergleich das mal so mit Zahnarztbesuch. Wenn du Angst vor dem Zahnarzt hast, geh trotzdem sofort hin, weil sonst hast du ja so eine dicke Eiterbeule und das ist auch nicht so schön. Also, hier ist es tatsächlich so, diese schwarze Wolke steht auch für deine Gedanken. Sie nehmen sehr viel Platz in deinem Köpfchen ein. Die Sonne geht hier aber auch wieder auf. Es wird auch wieder alles ins Positive kommen. Hier geht es auch, das Meer ist hier hinter. Du siehst, die Sonne blendet schon diese Klingen und dann wird das auch wieder zu neuen Ufern gehen. Aber du hast hier definitiv was mit einem Waage, Wassermann, Zwilling, was dich sehr, sehr beschäftigt. Da ist eine Person, die immer wieder aufploppt. Das ist immer wieder irgendwie, zieht ihr euch an, irgendwie aber auch wieder nicht. Und keiner spricht miteinander. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen Kindergarten, ich weiß auch nicht. Aber Blockade wird gelöst, hatten wir gerade gesagt, und darunter sind 3 der Schwerter. Da ist die Rose immer noch durchgestochen, hätte ich fast gesagt, aber von 10 auf 3. Das ist ja schon mal ein, ich würde sagen, ja, das ist schon ein guter Erfolg. 3 der Schwerter, immer noch nicht optimopti, denn hier geht es um Liebeskummer. Na, da geht's, deine Gedanken drehen sich halt immer noch um das Thema Liebe. Man könnte auch sagen, das Herz ist blockiert. Du musst wieder in den Fluss des Lebens kommen, den Fluss der Liebe kommen. Und die Karte kann auch für eine Dreiecksbeziehung stehen, dass sich jemand einmischt in eure Beziehung, Dinge tut, die dir nicht so gut tun, die euch nicht gut tun. Und die Schwerter sollen ja die Gedanken darstellen, die durchbohren immer wieder deinen Kopf. Und hier ist wieder Luftzeichen, Waage, Wassermann, Zwilling. Und dann haben wir 6 der Kelche. Ja, Kelchenergie, schön gemalt mit dem Blümchen hier. Das ist hier so die kindliche Liebe, die hier dargestellt ist. Ne? Mädchen, Junge, beide lächeln so unschuldig. Viel Wasser, viel Gefühl. Und die Blumen sollen ja immer ein Geschenk darstellen. Ne? Die Blumen harmonisieren immer Geschenke. Alles tut die, alles schön. Ja, da geht es um Glück, Liebe ohne Hintergedanken. Also hier geht es nicht um Rambazamba, um Knickknack, sondern das ist wirklich die kindliche Liebe, reine Liebe, sage ich immer dazu, ne? Die weiße Liebe.
Und die Karte hat aber auch was mit deiner Vergangenheit zu tun. Und hier ist immer die Frage, vielleicht denkst du noch an Ereignisse, Emotionen, die bereits in der Vergangenheit liegen. Ja, dieses Thema musst du dringend bearbeiten, weil möglicherweise liegen die auch in der Liebe. Kann das die erste Liebe gewesen sein? War das vielleicht jemand, der dich besonders in irgendeiner Form beschäftigt? Und das ist das Element Wasser, Fische, Skorpion, Krebs oder jemand mit dieser Eigenschaft, ja? Sternzeichentechnisch. Ja, da ist eine Verbindung, eine starke Verbindung. Und dann kommen wir auf 10 der Münzen. Von 8 auf 10. 10, die höchste Karte bei den Münzen, ne? Die höchste Trumpfkarte kann man sagen. Volle Pointzahl hier. Und das ist wirklich eine schöne Karte, weil erstmal steht die Karte für Stabilität, für Sicherheit und für Harmonie. Es ist die Familienkarte schlechthin. Man kann hier sagen, du schaffst hier, was zu schaffen war. Und es ist greifbar. Allerdings, na, man kann sagen, du bist in der Zufriedenheit, wirst du ankommen. Es wird etwas in Erfüllung gehen. Die Liebe wächst. Allerdings dauert. Ja, das dauert, weil Münzenergie, das ist jetzt nicht Mai. Das kann auch bis August, September sich durchziehen. Das ist etwas, was sich aufbaut. Wir haben hier 8 der Stäbe. Hier oben hatten wir den Pagen der Stäbe. Bei 8 der Stäbe geht es immer um Nachrichten, die zu dir gelangen. Das sind plötzliche Nachrichten. Da kommt etwas Neues auf dich zu. Das könnte auch eine Person sein, mit dem du dringend reden wollen würdest. Was ist das von Deutsch, Dirk? Den du lange nicht gesehen hast. Also das ist positiv. Die Überraschung ist positiv, die ist jetzt nicht negativ. Und das ist eure Energie. Also da kommt noch im Mai was dazu. Eine Nachricht, die dich beschäftigt, die euch vielleicht beschäftigt. Das wird definitiv passieren. Dann hatte ich ja hier gesagt, deine Gedanken drehen sich ja immer noch um das Thema Liebe, Beziehung. Und dann haben wir hier 4 der Kelche. Ja, 4 der Kelche unterstreichen das Ganze auch nochmal, wie ich finde. Denn bei 4 der Kelche, das kann man hier immer gut auf dem Bild erkennen. Ich hätte fast mit meinen Worten gesagt, du hast keinen Bock auf Beziehung. Du schaust auf deine Kelche, du schaust auf deine Vergangenheit, was du alles schon erlebt hast, ja. Aber du bist genervt, du bist gelangweilt, du schaust dir auf diese Kelche, die ja eigentlich, ja, das kennst du alles, das ist nichts Neues. Das ist eine Liebe, die plätschert so vor sich hin. Und das Leben bietet dir aber eine Chance. Es kommt eine Möglichkeit, die sicherlich im Mai aus sich hin passieren kann, Mai, Juni. Und du musst eigentlich nur zugreifen. Das betrifft definitiv deine Gefühlswelt, dein Gefühlsleben. Neues Glück, alte Verletzung spüre ich hier so ein bisschen. Fisch, Skorpion, Krebs kann das sein. Aber der Kelch, der hier ist, den beachtest du gar nicht. Man könnte auch sagen, deine Message für Mai, pass auf, dass der Kelch nicht an dir vorbeigeht. Wir hatten hier 10 der Schwerter. 10 der Schwerter, wie gesagt, war ja auch, die Sonne geht zwar irgendwann wieder auf, in das Meer der Gefühle wird wieder fließen. Und wir haben hier 7 der Münzen. Und da siehst du, da stehst du vor einem Busch mit Münzen und du willst ernten. Irgendwie, naja, möglicherweise hast du nicht so die Geduld. Es könnte auch sein, dass du die Geduld verlernt hast oder nicht mehr dran glaubst, weil das ist die Karte für eine Warteposition. Dein Gefühl sagt dir gerade, nichts geht voran. Irgendwie bin ich immer der auf der Warteliste steht, passiert nichts. Warte, bis es Früchte trägt. Weil hier siehst du schon die ersten Früchte. Das sind zwar jetzt Münzen. Münzenergie nochmal, beständig. Wird garantiert passieren. Habe Geduld, es wird gut. Ist halt eine passive Karte, ist eine sehr langsame Energie, aber dafür sehr stabil und tatkräftig. Also es wird in der Beziehungswelt wieder gut werden. Daran kannst du glauben, das wird passieren. Das ist übrigens Element Erde, das könnte ein Steinbock, Jungfrau oder Stier sein oder aber jemand, der diese Eigenschaften dieser Sternzeichen besitzt. Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Wahr oder wahr? Ja, es wird eine Veränderung kommen, das hatten wir ja gerade schon gesehen. Und das wird im Mai auch schon eingeleitet werden. Jetzt wollen wir mal gucken, was die lieben Schmetterlinge sagen. Motivation.
Ich glaube, die Motivation hast du. Das kann ich hier in den Karten schon erkennen, an dieser Energie. Ich sag mal, freu dich auf das Wunder der Liebe. Es wird viel passieren. Ich bin gespannt, weil ich bin ja selber Schütze. Ihr Lieben, ich wünsche euch für morgen einen wunderschönen Feiertag. Ich darf euch ermuntern, dass ihr hier wieder drunter schreibt, welche Legung ihr als nächstes sehen wollt. Schreibt bitte gerne was in die Kommentare, weil so funktioniert der Rhythmus und der Rhythmus. Der Algorithmus bei YouTube, je mehr Kommentare drunter stehen, je besser wird dieses Video verteilt. Stehen keine Kommentare drunter, passiert auch nicht viel. Ich, kleiner Kanal, ich wohne hier am Arsch der Welt, hört sich jetzt nicht so toll an. Kleine Stadt an der Ems, von da an würde ich mich über euren Support freuen. Wenn dir das Video gefallen hat, auch gerne über ein Like. Ansonsten wünsche ich dir wie immer alles Liebe, alles Gute, bis bald. Tschüss, tschüss.